Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge The Outer Worlds. Ja, Leute, es ist ein paar Tage ausgefallen. Oh Gott, es geht jetzt Google. Make yourself at home, Captain. Tue ich auch. Ist ein paar Tage ausgefallen, einfach weil, ja, mein neuer Rechner nicht funktioniert. Ich habe ein Infovideo gemacht, könnt ihr gerne reingucken. Das war der Grund. Tut mir leid, es werden alle Displays wiederkommen. Dafür sorge ich schon. Okay, stimmt, da wollte ich mir das, stimmt, für heute auflegen. Also eigentlich schon vor ein paar Tagen sollte die Folge kommen, aber jetzt geht's auch wieder jeden Tag weiter. Hoffons ungelesene Nachrichten ansehen. Von UDB Ford. Von Udom Wingman Wingman Beat Red Bedford an Alex Wingman Hawthorne. Betreff RE, danke. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich schussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer. Von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sich nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinem Spacer-Kumpels. Wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeit mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Udom. Okay. Von UD Bedford. Danke, schon wieder. Liebste Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt, ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deine herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen, und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in einer Wildnis, der wir Individualist. Du, ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Wie dem auch sei, dein Treffen auf Terra 2 wird sich hoffentlich als erfolgreich herausstellen. Ich freue mich schon regelmäßiger von dir zu hören, dein bester Freund Udom. Betreff, hallo! Alex, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der auch nur einen Funken Anstand besitzt, würde wissen, dass es unverzichtlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes zu ignorieren. Mit besten Grüßen, Udom. PS, bitte antworte. Ja, da wird nicht mal antworten. Betreff, nur mal Hallo sagen, liebe Alex. Hallihallo, ich hoffe dir, es geht dir gut. Es ist eine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Damit das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage furchtbar. So unzuverlässig. Haha, so wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über die Sachen nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Welles-Typen. Ich will dich nicht drängen. Ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich denn aufhält, nun, das würde unserer Freundschaft doch wirklich zugute kommen, nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen, Wingman. Dein liebster Freund, Udom. Also alles von diesem Udom und Wingman, das geht immer so weiter. Lieber Alex, hallo, ich bin es, Udom. Udom Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich ein Schiff aus Versehen beschlagnahmen ließ. Weißt du noch, meine dummen, dicken Finger hatten mich mal wieder in Verlegenheit gebracht. Ich hoffe, dir sind keine zu großen Unannehmlichkeiten entstanden. Für mich war unsere Zusammenarbeit eine echte Freude. Und ich bin dir so dankbar, dass du davon abgesehen hast, mich zu erwürgen. Du bist ein wahrer Gentleman. Solltest du dich jemals wieder im Luftraum der Groundbreaker befinden? Naja, im Weltraum. Im Weltraumraum, wohl eher, haha. Dann schau doch mal vorbei. Würde mich freuen. In der Lost Hope gibt es den Spectrum Wodka. Vielleicht könnten wir uns ja durch alle Farben durchprobieren. Also, uns mal so richtig die Kante geben. Gib mir Bescheid, dein Freund Udom. Oh, vor uns gibt es Nachrichten. Achso, an Udom. Betreff, kein Betreff.
Kein Grund, gleich rumzuschreien. Mein Terminal war kaputt. Hab wohl zu viel gesoffen. Und er ist versehentlich runtergeschmissen. Weißt ja, wie es ist. Manchmal muss man einfach mal abgesehen. Egal, ich sag dir nicht, wo Wallace ist. Also spare dir die Mühe. Gib mal einen Drink in der Lost Hope aus. Wenn ich das nächste Mal da bin, dann verzeih ich dir vielleicht. Okay. Aber darauf hat er noch geantwortet. Ah, okay. Protokolleintrag. Titel 1, Strumpfstrahler. Notiz des Captains SW001, den Schrumpfstrahler. Notiz an mich. Nicht vergessen. Nein, noch besser, Ada. Erinnere mich höflich an dieses Protokoll. Bis ich dich bitte, es zu unterlassen. Ja, damit meine ich fortlaufen. Nein, Ada, nicht, wenn ich tot bin. Was ist das denn für eine nämliche Frage? Wie dem auch sei. Ich habe mit eigenen Augen eine beeindruckend mächtige Waffe in Wallace Labor gesehen. Die könnte ich mir ja einstecken, wenn der alte Kauz mal wegschaut oder sie vielleicht einfach vergisst. Vielleicht müsste ich auch bloß ein wenig netter fragen. Er nennt sie einen Schrumpfstrahler, aber er hat sie mich nicht testen lassen, nachdem ich etwas ungehalten wurde. Er sagte, er habe sich von den Erfolgen anderer Wissenschaftler inspirieren lassen, die die Grenzen des menschlichen Wissens und der ethischen Maßstäbe vor ihm gesprengt haben. Ich habe Gerüchte von derart sagenumwobenen Waffen gehört. Waffen, deren Möglichkeiten sich jenseits des Verstandes und der Wissenschaft erstrecken, doch ich habe nie geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Nachdem ich aber Wallace Schrumpfstrahler mit eigenen Augen gesehen habe, muss ich mich fragen, ob nicht doch vielleicht mehr dahinter steckt, mehr Geld. Aha. Okay. Protokolleintrag Nummer 2, Titel Hammerhart. Notiz des Captains, SW002, Hammerhart. Das letzte Mal, dass ich mich richtig besoffen, ich meine ein paar Drinks in Lost Hope auf dem Groundbreaker genossen habe. Okay, Udom war sehr großzügig mit den Getränken, er scheint in Ordnung zu sein. Habe ich ein paar Mardets über irgendeinen irren Wissenschaftler adorieren hören, der vor ein paar Jahren behauptete, haben soll eine gewaltige Entdeckung gemacht zu haben, die gesamte Kolonie auf den Kopf stellen könnte. Die alte Leier eben. Aber hier der gute Teil. Den Mardets zufolge hat der gute Wissenschaftler die ganze Zeit über von der Macht des Hammers oder etwas gesprochen. Eine Abobskurve von einem wahnsinnigen Wissenschaftler von der Waffe mit einer geheimen Kraft. Es kommt mir bekannt vor. Könnte eine weitere der Waffen sein, die Wallace inspiriert haben. Alex. Wie ist denn der Alex? Nachname vergessen. Alex H. Gut. Wie ist der Hammer vorn? Oh, fuck. Hab ich noch eben gelesen vor 2 Sekunden. Scheiße. Egal. Notiz des Captains. SW003. Die Spur führt zum Schwarzmarkt. Warum? 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 Gibt Wallace mir nicht einfach den Schrumpfstrahler? Möge auf alle Zeit im Labyrinth auf Taurus versauern. Ich möchte anmerken, dass ich bei ihm für meinen Ausbruch entschuldigt habe. Meine 5 Ausbrüche. Aber beim Architekten nochmal. Die Waffe liegt da nur da rum und setzt Staub an. Ich hätte sie einfach nehmen und mich bei ihm bedanken sollen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen oder teure Geräte zu zertrümmern, als er mir sagte, dass sie sei noch nicht bereit. Und selbst wenn sie es wäre, würde er sie meistens nicht anvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Bin ich nie vertrauenswürdig genug? Glaubt er, ich würde alle die aufrechten und fleißigen Kolonisten aber ausmerzen? Wie so ein kompletter Psychopath? Ich gebe zu, fragwürdige Kontakte zu pflegen, aber ich folge meinem ganz eigenen strikten Code. Was gibt's daran nicht zu respektieren? Nichts, genau. Jetzt muss ich warten, bis Wallace die Waffe vergisst oder glaubt, sie verlegt zu haben. In der Zwischenzeit spüre ich weiterhin Gerüchten über die sogenannten Wissenschaftswaffen in ganz Hulken. Nach. Wenn die Gerüchte stimmen, führt meine Spur zu den Schwarzmarkthändlern auf der Groundbreaker und in Fallburg. Okay. Auf jeden Fall ein paar Waffen. Bring die Waffe der Groundbreaker an dich. Ich mach. Dann machen wir das auch erstmal. Nice. Ja genau, dann gehen wir jetzt einmal zum Groundbreaker. Mhm. Das erinnert so ein bisschen an das Spiel Mass Effect. Kommen wir mal auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevante Orte, die du wohl möglich entdeckt hast.
Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wo man die Männchen landet, platziert andere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigegeben. Diese Reise auf dem Planeten ist gefährlich, angestellt mit empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu genießen. Okay. Jo, dann. Can we talk? Gibt's. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson. Was ist mit dir? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borst and Beans, she could teach me all manner of stuff. Klar, wir können jetzt gleich im Maschinenraum vorbeisehen. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Ich glaube, es ist Zeit, dass du weißt, nee. Pause ist vorbei. Also ich sollte schon mitnehmen, wenn sie unbedingt mit will. Wäre das vielleicht zum Vorteil, wenn sie mitkommt, weil sie kennt die Frau besser und ich glaube, wenn ich da jetzt alleine auftraut. Gott, nee, ich habe gar keinen mitgenommen. Oh, ich hab gar keinen mitgenommen. Wett. Ich. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Nein, ich wollte die doch mitnehmen. Wie geht denn das? Ich hatte eben, ich hätte die mitgenommen. Oh, ärgerlich. Did you bring me anything? New parts? Nee, wo sind die denn? Puzzle? Die. Preferably not already filled. Wo sind die scheiß Crewen? Wo seid ihr? Mr. VK. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Ich würde gern etwas über meine Mitfliegenden erfahren. Was ist deine Geschichte? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Brutales and trashes temperament? That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Waren sie nicht religiös? On the contrary. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Er war wahnsinnig wie ein Stolzel, als du Wicker geworden bist. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Jetzt sehen wir nach dem Plan, okay. Der Plan klingt nach einer praktischen Methode, um die Essen zu kontrollieren. It can be if abused, but that can be said about anything. However, in the case of the Board and Halcyon, sadly, I believe you are correct. Die sind vertrauensselig von dir, dich einfach zu verpflichten. Ohne etwas über mich zu wissen, I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Was ergibt denn? What about you? What's your story?
Ich war Kolonist auf der Hope. Ein Wissenschaftler namens Wallace hat mich gerettet. And how did he do that? Er hat meinen Körper von der Hope gestohlen, die sich am Rand der Kolonie befand, hat mich aufgetaut. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Ich helfe mir Chemikalien zu besorgen, die er braucht, um den Rest der Kolonisten zu retten. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Weil es das Richtige ist. A commendable attitude. Erzähl mal von dem Buch, was wir geholt haben und das auf Französisch geschrieben ist. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Es war gleich nochmal deine Meinung zu den Philosophisten. Philosophism is a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. In einer Idee, wo wir in dieser Kolonie jemanden finden können, der Französisch spricht? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Wir sind da an der Spur, aber wie können wir ihn ausfindig machen? That's a good question. Danke. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Wie kann uns eine Pagilis dabei helfen, einen gelehrten Freund ausfindig zu machen? I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the philosophist's off-world destination. Sehr gut, brechen wir auf. Thank you, Captain. Okay, also wir sind hier also noch ein bisschen. Also hier werden wir ein bisschen länger sein als 2 Sekunden. Sehr gut. Gut, okay. Ah, so, wenn das. Ah. Jetzt ist es dran oder was? Jetzt muss es ja gehen. Ich wollte sie mitnehmen. Ja, ah, so, da muss ich da unten drauf achten. Okay, gut, dann ist. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Are we gonna get in trouble today? Not that I want to. Just seems to happen around you, is all. Na komm mit. Du willst mir ja unbedingt helfen. Begleiter? Ah, sind Begleiteraufträge, okay. Ja gut, dann machen wir erstmal die Nebenmission damit Gladys. Ah, aber Begleiteraufträge machen natürlich auch. Na komm mit. Begleiteraufträge, interessant, dass es das auch gibt. Customs and Inspection, right this way! Hallo. Identification, please. Was? Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Wie bekomme ich das Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it.
Keine Ahnung, wieso mein Chip beschlagnahmt wurde. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Oh, großartig. Ich werde mit ihm reden, die Sache richtig stellen. You take the starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wow, erst beschlagnahmt und dann willst du mir gefallen. Oh, gut. Wanda Dorset over in sickbay? Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Verstanden. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Ich suche nach jemanden mit dem Namen Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Mhm. Kann ich hier irgendwo einen Job finden? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Ich suche eher nach etwas vor Ort. Commandant Sunita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Jun Lei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Verstanden, danke. Happy to help. That's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Wie funktioniert es bei Halcyon Holdings eigentlich? Are you pulling my leg? Ich will nur gerne deine Version hören. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Der Vorstand kontrolliert den Großteil des Systems, richtig? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Was die Groundbreaker in dieses Bild? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Also gibt es irgendwann eine Vorstandsetage, in der all diese Unternehmensleiter sitzen. Sitting around, drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Verstanden. Glad to help. Ich hätte nicht gedacht, dass es im System so viele freie Auftragsgeber gibt. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich. But they aren't likely to look too close at your work history either. Jetzt können wir das Sublight Salvage sagen. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Hier wollte ich dazu gar nicht wissen. Alright. Lilia Hagen, okay, da müssen wir gucken. Was kannst du mir über Udom Bedford sagen? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Klingt nach einem tollen Kerl. Really likes his cereals too. Maybe a little too much. Bit of a weird bird all told. Don't see what's so wrong about liking cereals. They're fun. Udom takes it to an
unhealthy level. Anscheinend hat er eine gewisse Spannung zwischen dem Vorstand und der Groundbreaker. You noticed, huh? Bin einfach clever. What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Wieso können die Groundbreaker und der Vorstand nicht einfach zusammenarbeiten? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. Freut mich, dass ihnen das Angst einjagt, den Bastarden. Es ist ja ruhig weiter unter Druck. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighter's docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Danke für die Info. Sure thing. Be seeing you. Wir sehen uns. Ja, ja, ja.